Wir begrüßen Sie bei Red Hat Zylinderkopf Technik. Vor uns ein VW T6. Nachfolger vom T5, so wie sich das aus den Zahlen ganz eindeutig ableiten lässt. Und der Wagen ist hier zum Motorcheck bei uns, mit leicht erhöhtem Ölverbrauch schon. Und die Geschichte gucken wir uns heute mal an. So, der Robin, der hat hier unseren VW T6. Wir machen mal die Haube auf, gucken mal rein. Da hat sich ein bisschen was verändert im Verhältnis zu seinen etwas schwächeren Brüdern. Den T5, hier haben wir 204 PS aus 2 Liter Biturbo Aufladung und das Ganze hat sich auch optisch verändert. Mittlerweile sitzt der kleine süße Ladeluftkühler auf dem Motor drauf, verhindert, dass wir guten Zugang zu unseren Injektoren und so weiter haben. Also das Geraffel muss da erstmal runtergebaut werden, um da dran zu kommen, und der Robin, der wird hergehen und nimmt den mal auseinander. Wir machen eine Kompressionsprüfung und schauen mal, was los ist. Weißt du, was der gelaufen hat? Der hat 92.000 Kilometer jetzt drauf. Gut, klassisch für VW als Angabe, wenn der Kunde dann schon kommt und sagt, ich habe erhöhten Ölverbrauch. Den haben wir nämlich hier. Also wir haben von diesen Motoren im Prinzip auch schon Check-ups und sowas gemacht. Es ist ein bisschen andere Bastelei da dran, um die Zugänglichkeit zu gestalten. Grundsätzlich aber, der Motor hier, der Motorkennbuchstabe, wie war der? Der Motorkennbuchstabe, genau, CXEB. CXEB. Und das ist ein EA288, glaube ich, ne? Genau. Der ist also ganz anders wie sein Vorgängerbrüderchen CFCA. Zum Beispiel kriegen Sie hier noch keine Übermaßkolben für solche Motoren. Und auch etliche andere Bauteile sind komplett anders. Die Motorenkonstruktion ist eine andere. Also der Motor ist nicht identisch mit seinem Vorgänger. Und Sie können da auch nicht einfach Teile tauschen. Das fängt bei den Schrauben von den Injektoren an. Und wie gesagt, hört bei den Kolben auf. Und insofern, da VW seitens Lizenzierung auch die Freigabe für die Märkte noch nicht geöffnet hat, kommen Sie, oder hat sich der Markt auch nicht geöffnet für den Motor. Das heißt, es gibt noch nicht über den freien Markt in umfangreichem Stil alles an Teilen. Und man ist gezwungen, eben entsprechend aus dem VW-Regal zuzugreifen, wenn man solche Motoren richten möchte. Und das Richten wird mittlerweile notwendig, weil wir kriegen mittlerweile Zug um Zug Anfragen für Instandsetzung dieser Motoren, weil mit Baujahr 2016 laufen die jetzt aus den Garantiezeiten raus und landen dann in den freien Werkstätten und werden nicht mehr über Garantie abgewickelt. Und ich glaube, so einen Fall könnten wir hier erleben. Wir machen den Motorcheck. Und dann halten wir sie auf dem Laufen, was damit los ist. Und eventuell, und das Thema werden wir vielleicht auch mal mit anspielen, werden wir solche Busse oder so ein Beispiel dann auch mal nutzen, um über Thema Additivierung zu reden. Wie man solchen Schäden oder Problemen vorbeugen kann und unterstützend gegenwirken kann. Additivierung ist kein Allheilmittel und kann auch keine Schäden reparieren, aber es kann stabilisierend wirken und vor allen Dingen vorbeugend. Und da ein paar Euro zu investieren, macht vielleicht durchaus Sinn. Der Robin schnappt sich den Bus. Genau. Und wir gucken uns dann mal an, wie es innen drin aussieht und was dazu führt, dass der Kunde mittlerweile schon Ölverbrauch reklamiert. Robin, bis später, gell? Bis später. So, wir haben hier unseren VW-Bus in Arbeit, um den Motorcheck zu machen. Und so wie ich das eben schon gehört habe, sieht das gar nicht so gut aus. Ich nähere mich mal den Robin von hinten. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. So, ganz gefährlich. Ganz gefährliche Nummer. Robin, wie sieht es denn hier aus? Du hast mir schon gesagt, dass das nicht so gut aussieht. Welche Probleme liegen an? Also ich habe Kompression geprüft. Zuerst haben wir die dritte Glühkerze leider nicht ausbauen können, weil bauartbedingt. Ja. Die war sehr festgezogen und ist mit einem Drucksensor verbunden, beziehungsweise ist eine Einheit. Und das ist eine Art Blech, also nur ein dünnes Blech, wo ein Sechskant drauf ist. Ja. Und da kriegt man nicht die Kraft drauf, die man braucht. Für das heißt, da haben wir schon Probleme, die Glühkerzen zu lösen. Das ist auch grundsätzlich ein Problem, wenn die Glühkerzen sehr lange bei Fahrzeugen drin sind, dass die dann hinterher abreißen oder nicht losgehen. Hier haben wir halt das Problem, dass wir zusätzlich in der Griffigkeit der Glühkerze Probleme haben, die überhaupt zu erfassen und gut greifen zu können. Und wenn dann noch ein hohes Drehmoment erfordert ist, um die zu lösen, kann das natürlich zu Komplikationen führen. Gut, die Kompression hast du jetzt trotzdem schon bei allen gemessen, oder? Ja, ich habe dann über den Injektor hier gemessen. Die Werte
Ja, unterscheiden sich leicht, weil ich den Verlängerungsschlauch dafür nutzen musste. Okay, der pumpt natürlich dann so ein bisschen, ne? Genau, da geht ein Bar verloren, würde ich sagen. Ja. Normalerweise, wenn wir den mit dem Schlauch prüfen, dann machen wir das auf allen vier, damit wir eine vergleichende Prüfung haben. Hier können wir jetzt in dem Zuge, da ich noch eine Druckverlustprüfung auf dem Zylinder gemacht habe und den endoskopiert habe, kann man sich dann auf den Wert verlassen. Der sieht noch ziemlich gut aus. Okay. Der vierte Zylinder sieht ziemlich beschissen aus. Wo liegen wir denn da, wertetechnisch? Der ist von der Kompression noch recht gut. Okay, gut. Der hat 23 Bar. Also relativ gut. Ne? Relativ gut, genau. Haben wir schon schlimmer gesehen und erlebt. Wir gucken jetzt mal rein. Also hier hast du den Ladluftkühler runtergenommen. Injektoren sind jetzt soweit draußen. Genau. Also ich habe sie wieder reingebaut, damit ich die Kompression und Druckverlustprüfung machen kann. Okay, Druckverlustprüfung ist da schon irgendwas oder hast du noch nicht gemacht? Ne? Ich habe den jetzt hier noch angeschlossen am Zylinder 4. So, ich drehe den jetzt hier zu. Ja, man hört das schon deutlich. Und ich sehe auch schon direkt hier was da eigentlich in den Mengen auch nicht dahin gehört. Das ist das, ja. Sie zieht auch hier aus dem Kurbelgehäuse, weil der Injektoradapter nicht oben im Ventildeckel abdichtet. Ja. Sieht man das auch rausdampfen. Okay. Und der rauscht also tierisch ab, der Bursche hier auch. Ne? Der Schmodder hier dran. Ja. Ja. Bei der Endoskopie des vierten Zylinders haben wir starke Wasserspuren entdeckt. Haben wir da Bilder von? Ja, auf der Kamera. Okay, die gucken wir uns am besten gerade mal an. Gut, Druck kann man eigentlich dann wegnehmen. Ja. Was zeigt ihr denn an oder was hatte der an? Der Druckverlustwert hier ist aber okay noch, ne? Das ist noch okay. Okay. Also, aber man sieht ja deutlich, wie der abläuft. Ne? Und die Zylinderwand spricht auch dafür. Aber der müsste doch eigentlich ein Wasserproblem haben. Davon hat er uns jetzt noch gar nichts gesagt, wenn der Wasser frisst oder in irgendeiner Form verdaut. Ölanalyse haben wir noch nicht gemacht, ne? Die ist in Arbeit, aber da habe ich noch kein Ergebnis zu bekommen. Okay. Also bei der Ölanalyse ist es so, wir prüfen die ja immer. Zum einen ist das für uns ein Hilfsmittel, um unsere Aussagen zu bestätigen oder vielleicht in Gegenlage zu bringen, um dann nochmal gezielt zu prüfen, ob unsere Ergebnisse in jederlei Richtung sich bestätigen lassen. Aber auch für Sie zu Hause kann so eine Ölanalyse eine echte Hilfe sein, einfach um mal einen Indiz dafür zu kriegen, wenn Kraftstoff im Öl ist, Wasser im Öl ist, wenn sowas festgestellt wird, da direkt eine Richtung zu haben und der Sache dann intensiv nachzugehen und das für deutlich unter 30 Euro. Okay, das sind unsere Bilder. Das ist der Zylinder Nummer 4. Ach du Schande. Ist auch sehr blank geschliffen. Ja, genau. Also, da ist ja richtig Wasser drin. Mhm. Gut, ist aber sichergestellt, dass das nicht irgendwie über den, dass das angesaugt wird, dass oder über den Abgaskrümmer, dass wir da über den Abgaskanal, sag ich mal, Wassereintrag oder sowas haben, über Kühler, AGR-Kühler oder sowas? Das ist noch nicht sichergestellt, soweit bin ich noch nicht. Okay, gut. Hier sieht man schon Rostflecken. Ja, das ist alles der gleiche Zylinder. Oh, ja. Okay. Gut, aber das ist eindeutig Wasser, da gebe ich dir vollkommen recht. Was wir jetzt mal machen können, ist das Wassersystem unter Druckluft setzen. Das heißt, wir pumpen den mal auf und schauen dann mal, ob wir hier dann Wassereintrag drin haben. Das heißt, über die Kopfdichtung vielleicht Wasser in den Zylinder reinläuft. Dann setzen wir den mal unter Druck. Druck drauf auf den Kessel. Mhm. Ja. Moment. Ja. Okay, das sieht alles kacke aus. Das ist alles derselbe Zylinder, oder was? Tja, könnten wir auch schon bei dem anderen Auto wieder sein. Ja, genau. Den hat man gestern. Ja, hier geht es los. Hier ist, okay, da sieht man auch die Spuren deutlich von, die wahrscheinlich das Wasser hinterlassen hat. Ne? Also wenn Sie jetzt hier diesen Bereich da angucken. Jo, okay. Ja, das ist. Und hier sieht man auch wirklich schon wieder blank geschliffen ist. Ja. Das Bild ähnlich der CFCA. Ja. Aber im Gegensatz dazu, der dritte Zylinder sieht vom hohen Schliff her noch super aus. Ja. Ja. Also hat er vielleicht wirklich nur auf einem Zylinder ein Problem, ja. Was natürlich trotzdem auf alle vier hinausläuft.
bei der Instandsetzung und der Reparatur. Ne? Also Robin, dann tu mir einen Gefallen. Und zwar gehen wir dann her und setzen das Kühlsystem unter Druck und endoskopieren diesen Zylinder dann nochmal, um, wenn wir dann sehen, dass irgendwo Wasser reinläuft, dann haben wir vielleicht auch direkt schon die Fehlstelle und Leckage. Mich würde es eigentlich wundern, weil vom Wasser hat er nichts gesagt, der Kunde. Ja. Gut, okay. Alles aufschreiben, was wir da an Datenmaterial haben. Kompressionsschreiberkarte hast du nicht zufällig hier, oder? Ja. Dann gucken wir da mal gerade nochmal drauf. So, den dritten habe ich dann noch hinterher gemacht, ja. Auch an der Stelle des dritten. Ja, okay, sitzt nur aber so ein bisschen Versatz da drin, aber da ist ja deutlich unter 20 der dritte, ne? Obwohl er optisch eigentlich gut aussieht. Das ist, ja. Wegen dem Schlauch halt geschuldet auch, unter Umständen dann. Ja, da, ja, okay. Also da würde ich mich jetzt nicht so sehr drauf verlassen. Gut. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir prüfen diese Wassergeschichte dann nochmal. Wir haben einen Zylinder, das schreiben wir gleich mal auf, der also deutliche Schäden und Spuren drin hat, die also sicherlich dazu führen können, dass der Mann auch diesen Wasserverbrauch, diesen Ölverbrauch drin hat, der langsam steigt oder beginnend steigend ist. Das wird wahrscheinlich alles in Kombination zusammenhängen. Wir halten Sie auf dem Laufenden und machen mal hier erstmal weiter. Robin, bis später, gell? Bis später. So, im Zuge unserer Thematik Ölanalysen haben wir hier auch einen wunderbaren Kandidaten aus Spanien. Das Auto hat zu uns gefunden, weil er auch im Zuge seiner Motorprobleme oder Krankheiten hier ein paar Überholungsmaßnahmen bekommt. Der Robin, der hat den hier in den Fittichen bei uns und hier ist aber das Thema Additivierung. Ist hell? Ja, sehr hell. Okay, dann drehe ich mal ein bisschen runter. Was wir auch immer im Zuge von Motor-Check-up machen, das sind unsere Ölanalysen, die kennen Sie eigentlich schon. Der Robin hat so eine Karte in der Hand. Das heißt, wir werden dann hier auch mal so einen Tropfen auftragen und den dann später auswerten. Das ist eine Schnellanalyse, die kann man natürlich im Labor auch nochmal bestätigen lassen. Dann zusätzliche Untersuchungen wie Schwermetalle etc. machen lassen. Kann man haben, kann man machen, muss man nicht machen. Hier kriegen wir Indizien dafür oder Informationen darüber. Rußanteil, Kraftstoffbelastung im Öl, Wasser im Öl. Das wird jetzt ein paar Stunden einwirken und dann werten wir den digital aus. Das heißt, den schieben wir bei uns in einem speziellen Rechenmodul mit ein. Dort wird in einem speziellen Lichtverfahren dann eine Analyse ausgewertet. Hinterlegt werden dann die Kilometerleistungen, die das Öl in Betrieb war, um was für einen Motor es sich handelt und so weiter. Und die Datenbank lernt also tagtäglich mit dazu. Und wir kriegen dann darüber Aufschlüsse, wie hoch ist der Wasseranteil, wie hoch ist der Kraftstoffanteil im Öl. Und im Zusammenhang mit den Nutzungen von dem Fahrzeug, das heißt, ist viel Kurzstrecke drin oder nicht und so weiter, können wir da recht gut ableiten, was Sache ist. Und in Verbindung mit der mechanischen Prüfung, die wir hier haben, bestätigen wir unser Ergebnis oder stellen vielleicht unsere Analysen in Frage, wenn irgendwas vollkommen kontrovers gegeneinander läuft. Und dafür ist das ideal. Gut, also zurück auch mit zum Thema Additive. Hier bei diesen Motoren, das sind Dieselmotoren und die sind ganz stark mit Ruß belastet. Die Autos laufen heute alle mit Long-Life-Intervallen. Robin, wie lang ist so ein Intervall? Ja, also bei VW kann er bis zu 40.000 Kilometern, also die verkaufen das dann als Intervallerweiterung. Genau, Wartungsintervallverlängerung. Ne? Andere Additive im Öl, allerdings 40.000 Kilometer mit demselben Öl ist natürlich extrem grenzwertig. Das ist extrem grenzwertig. Das funktioniert völlig drüber. Ja. Das funktioniert ganz gut, oder wenn die Motoren sehr neu sind. Und das funktioniert auch dann, wenn die unter Idealbedingungen laufen. Das heißt, viel Langstrecke drin haben, auf der Autobahn fahren, das Öl sehr warm ist, Wasseranteile dann schnell ausgeschwitzt und ausgegast werden und so weiter. Und wenn sie aber mit so einem Bus, so einem Motor nur in der Stadt rumgurken, 7 Kilometer zur Arbeit und zurück, dann sind die Wartungsintervallverlängerung Katastrophe aus unserer Sicht, das ist aber unsere persönliche Meinung. Und auch die normalen Wartungsintervalle sind schon zu lang. Ja, was heißt persönliche Meinung? Es bestätigt sich ja. Ne? Es bestätigt sich. Ich bin da trotzdem immer sehr vorsichtig. Unsere Jungs drücken sich da härter aus, weil die müssen den Krempel dann immer zusammenschrauben, der dann nach kurzer Zeit massiv leidet. Was haben wir hier? Wir haben jetzt hier einen Biturbo-Motor, darüber haben wir schon oft berichtet. Die haben auch noch zusätzliche Schwächen, darauf wollen wir nicht näher eingehen, aber was hat der jetzt gelaufen? Der hat 103.000 Kilometer. Und das Öl ist wie lange drin?
15.000 jetzt. Wir gucken uns später auch mal die Auswertung an, was die Ölanalyse hergegeben hat. Jetzt kommen aber folgende Informationen bei uns zu. Unabhängig, ob ein Motor krank ist oder nicht oder was für Schwächen er hat oder nicht, können Additive ganz massiv unterstützen. Wir haben bei diesem Motor zum Beispiel sehr oft die Probleme, dass wir hohe Kraftstoffanteile haben, die Injektoren schon nach 100.000 Kilometer schlapp machen. Und dann können Additive in Form von reinigenden Wirkungen, es gibt also Additive, die haben ihren Schwerpunkt in der Reinigung, die fangen hinten in der Kraftstoffpumpe an, die hören bei den Injektoren auf und sorgen natürlich dafür auch, dass der Kraftstoff mit entsprechenden Additiven versetzt wird, die auch reinigende Prozesse haben in der Verbrennung. Übrigens die Additive, die auch in den Kraftstoffen an den Tankstellen, ich will da die Namen nicht nennen, aber die Premium-Dieselkraftstoffe anbieten oder auch für Benziner. Früher habe ich immer gesagt, die sind so ein bisschen oversized in ihrer Angabe und brauchst du beim Benziner zum Beispiel höhere Oktanzahl, hast du Leistungssteigerung durchgeführt und so weiter. Ich muss heute revidieren meine Aussagen von damals, wenn wir solche Motoren öffnen, dann sehen wir, wenn verbrieft ist, dass die solche Premium-Kraftstoffe genutzt haben, die auch entsprechend additiviert sind, dass die Motoren sauberer laufen. Und genau diesen Effekt erzielen sie auch mit diesen Kraftstoffsystemreinigern oder mit diesen Pflegeprodukten für die Kraftstoffsysteme, egal ob Diesel oder Benzin. Die Motoren laufen sauberer. Die Motoren laufen ruhiger und man erinnert sich auch daran, Anfang der 2000er Jahre, als die Ethanolanteile, Biokraftstoffanteile ergänzt wurden in den normalen Kraftstoffen, die Prozentzahlen von 5 auf 10 und so weiter gestiegen sind, da sind reihenweise die Kraftstoffpumpen verreckt und weil die Schmierwirkung nicht mehr da war in diesen beigefügten Additiven oder nicht Additiven in dem Fall, sondern Kraftstoffergänzungen, sage ich mal. Und das hat man natürlich kompensiert durch andere Materialien, aber trotz alledem werden die Produkte heute, die dem Verschleiß eigentlich unterliegen, viel höher belastet. Und das sind die Nadelventile in den Einspritzdüsen und, alles, was mit Kraftstoff eben benetzt wird. Und da helfen dann diese Additive eben auch pflegend, gleitend und gleitreibungsreduzierend. Das ist die eine Geschichte. Und dann gibt es eben unsere anderen Produkte, die eben helfen, sag ich mal, im Bereich der Verbrennung. Die werden dem Öl dann zugesetzt. Und ja, das sind dann diese Motorschutzprogramme, sag ich mal, die helfen dann ganz massiv, die Gleitreibung im Motor zu reduzieren. Und wenn sie das tun, nehmen sie auch Wärme raus. Was hast du denn für Erfahrungen mit diesen Produkten, frage ich mal so ganz frech. Wir sind zwar intern und wir könnten jetzt Ihnen auch viel vorgaukeln und erzählen. Das müssen Sie ja nicht unbedingt glauben, aber dein Eindruck? Ja, also ich hatte bei meinem alten 3er BMW, ich hatte einen 330 Diesel, einen E46, der schon mal Startprobleme hatte. Dann lief er nur auf 5 Zylinder und dann kam der 6. schleppend nach. Ja. Und dann habe ich auch mal so einen Systemreiniger reingefahren. Ja. Habe ich zwei Tankfüllungen, also zwei Dosen jeweils pro Tankfüllung und danach wurde das schon spürbar besser. Ne? Ja, also wir sehen auch, wenn wir diese Öladditive beispielsweise mit reingeben, das ist jetzt eher ein Beispiel für die Kraftstoffgeschichte gewesen, aber wenn wir beim Öl zum Beispiel diese gleitreibungsreduzierenden Produkte einfüllen, die mitunter auf Teflonbasis eben arbeiten, der Motor läuft spürbar weicher. Also das merken Sie sofort, wenn Sie das Mittel praktisch drin haben und lassen den Motor dann mal laufen und haben den so 100 Kilometer in Betrieb genommen, der läuft weicher. Das ist nicht nur ein eingebildetes Empfinden, das ist tatsächlich so. Es kommt auf Besuch an, Sie müssen das mal ausprobieren. Das ist ein Motorschutz, sage ich mal, den Sie einfüllen für bezahlbares Geld, überschaubare Kosten. Und die dem Motor aber helfen, über die Runden zu kommen, weil die sind heute extrem hoch belastet. Wenn man jetzt hier diesen Bus sieht, ein Riesenklöpper, da ist ein kleiner 2-Liter Dieselmotor drin mit zwei Turboladern, 180 PS. Das ist heute gar nichts mehr Besonderes. Die 2-Liter Motoren fahren rum mit 250 PS und sowas, auch kein Problem. Ich habe gerade von einem Bekannten Bilder von einem neuen Königsex bekommen. Das sind 3-Zylinder-Motor mit 2 Liter Hubraum. Wie viel PS hat der gehabt? Wir haben uns die Bilder angeguckt. Auch ein Biturbo mit 600 PS am Ende. Ja, ne? Also was müssen die Dinger leisten? Und denen tun natürlich Additive dreimal gut. Die fahren hochwertigste Öle. Aber auch für ihr Normalauto, ob 70 PS oder 120 PS, überschaubares Geld, tatsächliche
Verlängerung der Lebenszeit und die Produkte bringen effektiv was. Die sind keine Wunderheilmittel. Die können keinen Schaden reparieren. Ein Fußballer, der die Knie kaputt hat, den können Sie spritzen. Damit kriegen Sie den noch ein bisschen in die 30er Jahre gehoben. Aber der bleibt nur noch, ich sag mal, für eine Halbzeit stabil in der Leistung. Und so ist das natürlich auch mit dem angeschlagenen Motor. Aber Sie können ja vorbeugend arbeiten. Gute Ernährung beim Menschen behilft genau dasselbe wie beim Auto, wenn Sie da entsprechend mit Additivierung arbeiten. Kostet ein bisschen was, ein paar Euro, aber gut angelegtes Geld. Der Robin, der schafft hier einen Bus erstmal weiter. Genau. Und wir sehen uns gleich wieder, wenn wir die Ölanalyse dann mal auswerten und angucken. Genau. Okay, bis später. Schwer Gas gegeben und musstest kämpfen, dass du bei der Zeit hinkommst, um das Ding vor Feierabend fertig zu kriegen. Das ist eine andere Nummer wie der CFCA, da muss man einfach wissen, auch was diesen Motorcheck angeht. Also viel zeitintensiver, viel aufwendiger. So ohne weiteres konnte man das Kühlsystem jetzt nicht abdrücken. Wir wollten ja eigentlich sehen, wenn wir das Kühlsystem unter Druck setzen, ob die Brennkammer voll Wasser läuft. Das konnten wir jetzt im Eifer des Gefechts, weil der Kunde heute sein Auto wieder haben will, nicht machen, weil wir hätten dann die ganzen Anschlüsse von dem abgebauten Ladeluftkühler, die hätten wir dann irgendwie abdichten müssen dann hier. Also das Teil war ja unten. Und gut, wir wissen aber, Robin, Wasser drang in den Zylinder 4 ein, ne? Ja, also klar, das kann viele Ursachen haben. Nur wir haben auch vom Kunden die Freigabe nicht bekommen, da dies geht. Ja, diesbezüglich weiter dahin, zu prüfen. Genau. Ne? Ja, genau. Also insofern haben wir jetzt die Situation, wir wissen, dass Zylinder Nummer 4 verletzt ist, wahrscheinlich durch Wassereintrag. Der Kunde hat uns nicht bestätigt, dass wir Wasserverlust haben, wobei du gesehen hast, dass im Ausgleichsbehälter weniger drin war, als genau. Eigentlich hätte sein müssen. Ne? Ja, gut, das ist, hat noch keine Meldung gegeben, da kann jetzt auf der Tour hier hängen gewesen sein, wenn er den nochmal richtig rangenommen hat auf der Bahn oder so. Also irgendwo kommt auf jeden Fall Wasser her. Also das ist nicht nur Kondenswasser, da passiert was. Ne? Und die Bilder auf der Kamera oder bei der Endoskopie beweisen das. Ja. Da sind Tropfen auf den Zylinderwand. Und, Wissen nicht, was der Kunde jetzt macht. Ne? Also wenn wir solche Diagnosen abgeben und Schadensberichte erstellen, dann sagen wir den Kunden auch immer, es obliegt seiner moralischen Verantwortung, mit dem Wissen jetzt sorgsam umzugehen. Es gibt nicht wenige, die gehen jetzt her und sagen, alles klar, zurück zum Händler mit dem Ding. Und ich kaufe mir was anderes. Und der Händler verkauft halt mit gutem Gewissen weiter, weil der prüft den ja auch nicht 1000 Kilometer. Und dann ist der Eklat da, den der Händler dann da. Und dann heißt es immer, die Händler, das sind alles Muckis und was weiß ich. Ist alles ein zweischneidiges Schwert. Also hier, was ist das Ergebnis? Wahrscheinlich steht hier eine zumindest Zylinderkopfdichtungsaktion an. Und wenn man Pech hat, noch wesentlich mehr, weil der Zylinder ja schon Schaden genommen hat und das Ding anfängt, Öl zu nehmen. Und das Öl nehmen tut er nicht wegen der Kopfdichtung grundsätzlich, sondern das Öl nimmt er, weil der Zylinder geschädigt ist. Tja, Robin, Diagnose im Beginnerstadium. Nochmal, wenn es an die T6 geht, was den Motor angeht, wird wesentlich teurer wie der CFCA, weil im Moment die Zugriffsmöglichkeiten auf die Komponenten vom Motor weitestgehend nur original über VW möglich sind oder nichts im Aufmaß verfügbar ist, was seine Kolben und so weiter angeht. Ja, hier bleibt nicht allzu viel zu sagen. Ich hatte ja am Anfang des Videos gesagt, man kann mit Additivierung was machen. Man kann auch jetzt mit Additivierung dem so ein bisschen entgegenwirken, aber Sie können keine defekte Kopfdichtung oder einen Riss im Kopf mit Additivierung beheben. Deswegen gehe ich hier auch nicht näher auf das Thema ein. Hier bleibt uns nichts anderes zu sagen, wie unser guter VW-Bus sieht geil aus. Der fährt richtig geil, ne? Trotz alledem. Also bist du eben gefahren und sagst, so müsste jeder CFCA eigentlich laufen. Der hat ja 24 PS mehr, das Ding. Oder 23 PS mehr oder sowas, ich weiß nicht. Eigentlich 24. 24 oder so. Spielt auch keine Rolle. Der läuft aber richtig gut. Man merkt seine Krankheit nicht an. Uns merkt man die Krankheit auch noch nicht an. Ich weiß aber auch nicht, ob wir Corona haben oder nicht. Wir haben auch keine Carola und keine Verena, sondern keiner komme ich hier auf mit dem Blödsinn. Genau, wir haben jetzt Feierabend. Wir haben jetzt Feierabend. Gruß in die Welt, machen Sie die Hut, schwenkt der Hut, Ihre Tettin. Alles Gute. Tschüss.